Und damit willkommen zurück bei Der Herr der Ringe Online mit mir, dem Dodaka. Und ich stelle eine weitere Klasse vor und das ist diesmal der Menschenhauptmann. Denn kein anderes Volk als die Menschen können den Hauptmann wählen. Die Zwerge nicht, die Hobbits nicht und auch den Elben ist es vergönnt. Deswegen der Menschenhauptmann. Und dann sag ich doch gleich mal, gucken wir uns am besten erstmal die Filme an. Fangen wir beim Rassenvideo an. Das Zeitalter der Menschen rückt näher. Die von einer höheren Macht auserwählten Menschen beherrschen die Länder von Mittelerde sowohl westlich als auch östlich des Nebelgebirges. Mit ihrer Geschicklichkeit im Umgang mit Waffen werden sie das Schicksal Mittelerdes zum Guten oder Schlechten wenden. Und kommen dann jetzt auch direkt zum Klassenvideo. Hauptleute sind hervorragende Anführer, die durch ihr Auftreten den Kampfesmut ihrer Verbündeten stärken und im Umgang mit Waffen geübt sind. Ihr Kampfschrei trägt Furcht in die Herzen ihrer Feinde und geheißt ihren Verbündeten, sich bei ihnen zu sammeln. Ja, der Hauptmann hat die Unterstützungsrolle. Ich lese gerade nochmal vor. Hauptleute sind durch Rüstung geschützte Nahkämpfer und Meister der Stärkung. Fertigkeiten durch die Verbündete gestärkt werden. Sie können einen Herold als Kampfgefährten herbeirufen, sodass sie stets einen Verbündeten haben, den sie stärken können. Außerdem können sie Feinde markieren und allen Angreifern des markierten Feindes Vorteile gewähren. In Gefährtengruppen unterstützt ein Hauptmann seine Gefährten durch Heilung und Stärkung und kann Feinden gleichzeitig erheblichen Schaden zufügen. Ja, genau, deswegen an sich ist der Hauptmann eher so die typische Klasse für eine Gruppe. Also ist zumindest vorrangig dafür ausgelegt. Wir nennen unseren Hauptmann natürlich Lorek, so wie im Hörspiel auch. Nochmal der Hinweis auf mein Hörspiel. Estelle Eden an Enoraph, neue Hoffnung für Mittelerde von der Gruppe Fevcoop. Das verlinke ich dann mal hier unten. Und ja, was stellen wir jetzt hier noch ein? Ich weiß gar nicht, muss da groß was verändert werden? An sich nicht, denke ich. Der sieht doch ganz stattlich aus eigentlich. Viel muss da nicht gemacht werden, glaube ich. Ich klicke hier gerade nur mal kurz durch. ...24 verschiedene Frisuren haben wir. Und ich denke, wir nehmen einfach die. Die sieht doch ganz in Ordnung aus. Augenbrauen, Munddetails. Was kann man hier noch machen? Da kann man noch ein paar Narben hinzufügen, aber da können wir ihn noch ein bisschen älter machen. Aber das braucht auch nicht unbedingt. Ja, ich denke, der passt soweit schon. Sieht doch ganz gut aus. Haarfarbe machen wir vielleicht noch ein bisschen blonder. So. Und er kommt aus dem Breland. Wir können natürlich auch noch sagen, aus dem Talland, aus Gondor oder Rohan. Talland. Er kommt aus Talland im Nordosten von Mittelerde, dem Land im Schatten des einsamen Berges, wo Bart, der Bogenschütze, den Drachen Smaug tötete und in der Schlacht der Fünf Heere kämpfte. So, aber genau, Gondor ist auch klar und Rohan auch. Aber ich denke, er kommt einfach aus dem Breland. Ja. Und dann geht es auch direkt los. Der Charakter wird erstellt und wir betreten Mittelerde. Auch hier mache ich so, dass ich so lange spiele, bis wir mit den Buchquests im tänzelnden Pony ankommen, so. Und quasi dann abschließen mit Band 1, Buch 1, Kapitel 1. Mit Räubern entlang des Weges endet in Gefangenschaft. Bei eurem Erwachen erblickt ihr den Waldläufer Streicher vor euch. Als er euch zu schnellem Handeln auffordert, wird euch bewusst, dass ihr in Angelegenheiten verstrickt wurdet, die von größerer Bedeutung sind, als es für eure Person sonst der Fall ist. Ich lese nochmal vor, ich glaube, den Anfang hat man nicht ganz gehört. Ein unvorgesehenes Treffen mit den Räubern führt zur Gefangennahme. Ihr wacht und seht den Waldläufer Streicher vor euch.
wenn er zur Eile mahnt, wird euch bewusst, dass ihr in etwas hineingeraten seid, das viel größer ist, als ihr selbst annehmt. Streicher sagt, schnell, wir müssen uns beeilen, wenn wir entkommen wollen. Und wacht auf, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell, wir müssen beeilen. Genau. Ich mache das wie immer natürlich erstmal meine Benutzeroberfläche herrichten. Benutzeroberfläche aussehen. Laden und dann ist das trotzdem Doda. dann schmeißen wir noch ein paar Sachen in den Optionen raus, beziehungsweise schalten wir an, was man leider immer machen muss. Das merkt er sich leider nicht. Tipps anzeigen. Ach, das hat er sich doch gemerkt anscheinend. Bitte. Das noch an und im Chat den Kraftausdruckfilter herausnehmen. Denn sonst kann es passieren, dass die NPCs was sagen, was wir dann leider nicht verstehen können. So, dann lade ich das jetzt gerade nochmal. Wegen den Beuteln, genau, und die sind jetzt auch fertig. Und hier können wir uns schon mal ein bisschen ausrüsten, für alle, die es nicht wissen. Ich spiele das Spiel schon ein bisschen länger. Ich habe ein Lifetime-Abo. Das heißt, ich bin automatisch VIP und dementsprechend gibt es ja auch schon so einiges an Krims und Krams in meiner Tasche. So. Könnten wir noch Zierwerk anlegen, aber genau das ganze Zeug packen wir erstmal dort oben hin. So, Kristall des das brauchen wir nicht. Legendärer Gegenstand, da kommen wir eh nicht hin. Das Pferd brauchen wir später auch. Den packen wir auch mal rein. Den ziehen wir uns auch an. Und die beiden verfrachten wir darüber. Die geben beide jeweils eins auf Hoffnung. So, die habe ich nie wirklich gebraucht. Das ist auch nochmal Zierwerk, das hier auch. Und hier schalte ich noch VIP-Frame. Ach, den gibt es auch nochmal. Cool. Den kannte ich noch gar nicht. Oder den. Ach, wir nehmen mal den VIP-Frame. Der ist cool, den kenne ich noch nicht. Das ist schön. Ha, freut mich. Auch mal wieder was Neues am Anfang zu entdecken. So, ja, dann haben wir hier diverse Umhänge, die wir jetzt alle auch nicht brauchen. Die, ja, sehen einfach nur schön aus, beziehungsweise haben einen ähnlichen Effekt, habe ich ja eben schon gezeigt, wie das, was ich schon anhab. 48 Rüstung geben die nur und haben aber auch nochmal 120 Moral Regeneration außerhalb des Kampfes. So, damit haben wir ein bisschen aufgeräumt und dann kann es jetzt endlich loslegen. Ja, der Hauptmann hat folgende Fähigkeiten am Anfang. Den Kampfschrei. Euer furchterregender Schrei löst Panik in den Herzen eurer Feinde aus und versetzt euch in einen kampfbereiten Zustand. Kraftkosten sind 2. Defensiver Schlag. Ihr greift defensiv an. Bei einem erfolgreichen Schlag verursacht ihr nur leichten Schaden. Erholt euch aber schnell wieder, um euch vor Gegenangriffen zu schützen. Gibt 12 auf Rüstungswert und kostet auch 2 Kraft. Und sicherer Schlag. Ihr greift schnell und sicher an und unterbindet dabei alle gegnerischen Versuche, euren Angriff zu blocken oder zu parieren. Beide machen gleich viel Schaden. Ich denke, den Schrei packen wir mal hier oben hin und machen das mal so rum. Voilà. So. Ja, wir beeilen uns jetzt. Räuber, fort mit euch. Genug! Nett. Sagt er noch was? Nee, durchsucht die Tasche nach Waffen. Das müssen wir selber lesen. So, upsala. Was haben wir hier bekommen? Ein rostiges Claymore. Okay. Waffe führen, eure Parierwahrscheinlichkeit ist leicht erhöht. So, und die ist natürlich besser als das, was wir aktuell ausgerüstet haben. Deswegen wechseln wir das mal. Beeilt euch. Wir müssen euren Kampfeswillen erproben.
Nicht nur ihr seid hier gefangen. Mein Freund Amdi und ich sind gekommen, um einen Hobbit zu retten. Doch wie sich herausgestellt hat, ist er nicht der Hobbit, dessen Spur wir folgten. Diese Flucht wird für uns alle gefährlich, denn ich weiß, dass hier eine große böse Macht lauert. Ich habe von ihren Bewegungen gehört und kann ihre Anwesenheit spüren. Wisst ihr, wie man kämpft? Ihr solltet mit mir üben, um ein Gefühl für diese Waffe zu bekommen. Auf das Inventar zu greifen, Waffe anlegen haben wir alle schon gemacht. Ihr solltet eure beste Waffe anlegen, bevor ihr versucht, jemanden anzugreifen. Gut, macht euch für das Kampftraining mit Streicher bereit. Macht euch bereit. Oh, kannst loslegen. So, Kampf. So, dann schreien wir auch mal. Ah, dürfen wir gar nicht. Naja, schnell, wir müssen uns beeilen, wenn wir entkommen wollen. Gut gemacht. Lasst uns voranschreiten. Eure Kampffertigkeiten sind äußerst beeindruckend. Hört mir jetzt genau zu. Um hier raus zu gelangen, benötige ich eure Hilfe. Wenn wir dieses Gefängnis verlassen, wird der wahre Kampf beginnen. Hier entlang. Hier hindurch. Hier nach draußen. Nee. Einen Augenblick, ich muss erst dieses Schloss aufbrechen. Er hat anscheinend nicht lange gedauert. So, hier sind wir rausgekommen. Der steht schon ein bisschen weiter vorne. Hier hat man früher angefangen. Also ganz, ganz früher hat das Spiel erst hier angefangen. Das nur so als kleine Randinfo. Hier trennen sich unsere Wege. Für eine Weile, Lorik. Ihr solltet die zwei unschuldigen Hobbits befreien, die ebenfalls hier gefangen gehalten werden. Celandine Brandybock und Mundo Sackheim-Beutlin. Ich muss nach Zeichen von Mordors Diener suchen und über seine Verbindung mit den Schwarzwold alles in Erfahrung bringen, was ich kann. Amdi, der ebenfalls ein Waldläufer ist, macht uns einen sicheren Weg frei. Er wird uns am Haupttor erwarten. Befreit zuerst Celandine. Sie wollen nur Mundo lebend, da sie ihn mit jemand Wertvollem verwechselt haben. Wenn ihr beide Hobbits befreit habt, begebt euch zu Amdi nahe dem Haupttor. Dann werden wir nach Arched aufbrechen, wo wir in Sicherheit sein werden. Besiegt Celandines Wächter. Und dies sind 4 Stück an der Zahl. Ihr solltet Celandine auf der anderen Seite dieses Tores finden. Kommt zu mir zurück, nachdem ihr sie gerettet habt. So. Ja, wir kämpfen erstmal mit diesem Raufbold, den wir auch recht schnell niederstrecken. Das ist angenehm. So, das Huhn ist der nächste Gegner? Natürlich nicht. Nein. Der hier ist der nächste Gegner. Und das Schreien braucht einen Moment. Hat noch einen Cooldown drauf. So. Einen zweiten haben wir auch erledigt. Und Nummer 3 folgt zugleich. So. Ihr macht mir keine Angst. Tapferes Mädchen. Sagt der andere, ihr glaubt, ihr könnt sie retten, nicht wahr? Ja, das glaube ich durchaus. Nimm das, du mieser Dieb. Guten Tag. Danke, danke, danke. Ich fing schon an zu befürchten, dass dieses kleine Missgeschick mein Ende bedeuten würde. Diese Räuber sind ein widerlicher Haufen. Mein Freund Mundo ist in der Nähe, glaube ich. Wir müssen ihn ebenfalls retten. Die Räuber haben schreckliche Dinge gesagt. Wir werden eine Ablenkung brauchen. Und ich weiß auch genau, was zu tun ist. Ich brauche nur eine kleine Flamme. Und etwas, das ich damit in Brand stecken kann. Das sollte sie aufschrecken. Folgt mir. Ich finde das Feuer gerade so schön. Das entflammt richtig. Sehr nice. Hey, hey, ha. Da ist er. Holt Wasser, schnell. Wage es nicht, auch nur mit einem deiner behaarten Zehen zu zucken, Hobbit. Feuer! Da ist er, holt Wasser, schnell. Ja, das wollte ich nur kurz vorlesen. Itrik, den schreien wir auch mal an. Angmar wird das nicht zulassen. Tja, aber du schon irgendwie. Es gibt Schlimmeres als mich, ihr werdet schon sehen. Ihr habt aber auch Zeit, dass... Es wird aber auch Zeit, dass ihr kommt. Höchste Zeit. Sollte ich mich etwa selbst retten? Macht schon, ihr Dummkopf. Holt mich heraus, bevor diese Banditen zurückkehren. Die wollen mich verkaufen wie einen Sack Kartoffeln. Oder wie einen Sack Beutlin. Oh. So. Er sagt einen wie einen Sack Heimbeutlin. So.
blitzt und zuckt. Zurück! Geh zurück zu den Schatten, gefallener König! Ah, die Halblinge. Welcher ist der Beutlin? Mist, jetzt kann ich nicht weiterlesen. Der mir versprochen wurde. Ich bin verloren. Verfluchte Flammen. Diese Dunedain wird fürs Erste ausreichen. Möget ihr alle brennen, ihr kleinen Narren. Hinweg mit euch, ihr widerliche Ausgebote. Ihr werdet diesen Leuten nichts tun. Verfluchter Dunedain. Das ist nicht der Beutel, nach dem ich suche, aber ich werde für euch zurückkehren. Ich bekomme meine Rache. Ich bekomme meine Rache, Geist. Lorek, komm her, schnell. Ja. Gut, die Hobbits sind nicht länger in Gefahr. Das freut mich. Haltet euch nicht mit mir auf. Die größte Gefahr ist vorüber. Die Nazgul fürchten jene, die das Feuer tragen. Oh, oh nein. Ich bedauere, dass ich einen Augenblick zu spät gewesen bin. Aber noch ist nicht alles verloren. Leider bin ich zu spät dran. Amni wurde von einer Morgul-Klinge durchbohrt. Das heißt nichts Gutes. Wir müssen diesen Ort sofort verlassen. Arshid befindet sich in der Nähe und wird uns gut zum Ausruhen dienen, während Amni sich erholt. Schnell, folgt mir. Der von einem schwarzen Reiter verwundete Waldläufer Amdir ist mit seinen Schützlingen in die Wildnis entkommen und befindet sich nun auf dem Weg zurück in das Dorf Archet. Dort hat Hauptmann Farnbach, ein Söldner im Ruhestand, die Bewohner des Dorfes organisiert, um mit ihnen den Schwarzwoldräubern zu trotzen. Ja, so viel zu der Geschichte. Also wir sind jetzt in Archet, wo wir auch schon mal mit dem Hobbit-Hüter waren. Ganz zu Anfang, bevor ich mit dem Stromski zusammengespielt habe. Aber seitdem hat sich das Dorf hier auch... Hat sich das verändert? Nee, ich glaube, es hat sich danach nicht mehr verändert. So, was haben wir hier? Die Gegend, in der ihr euch befindet, verfügt über mehrere dynamische Ebenen. Wenn ihr euch auf dieselbe Ebene wie ein anderer Spieler begeben wollt, schließt euch einer Gefährtengruppe an. Dadurch seid ihr in der Lage, euch auf dieselbe Ebene wie der Anführer der Gefährtengruppe zu begeben, indem ihr auf diesen Hinweis klickt. Gut, wollen wir nicht? Wir reden jetzt mit Zalandina. Ihr seid wach, dem Himmel sei Dank. Dieser Armdir scheint sehr krank zu sein. Dieser Armdir? Na, ihr seid wach, Lorek, Gott sei Dank. Ihr wart nach den Erlebnissen von letzter Nacht sehr erschöpft. Aber der Waldläufer hat uns am Ende alle sicher nach Archet gebracht. Ich mache mir wirklich schreckliche Sorgen um meinen Freund. Armdir sieht so furchtbar krank aus. Ihr könnt selbst nach ihm sehen, wenn ihr möchtet. Er ist gleich dort drüben, westlich von hier. Seht ihr dort, auf der anderen Straßenseite. Da sitzt er und kauert. Macht euch wegen mir keine Sorgen. Es ist bloß ein leichtes Frösteln. Okay. Ihr seid also endlich aufgewacht, Lorek. Ihr habt euch die Ruhe verdient, denn ihr habt gestern tapfer gekämpft. Ich selbst habe im Schlaf keine Ruhe gefunden. Die Klinge des schwarzen Reiters hat nur meine Schulter verletzt. Doch der Stich ist nicht besonders tief. Ich friere. Aber das ist egal. Es ist lieb, dass ihr euch um mich sorgt. Aber ich selbst sorge mich um Streicher. Ihm wurde eine wichtige Aufgabe übertragen. Jedoch... Um meiner und Aschets Willen zögert er. Findet heraus, warum Streicher hin und her gerissen ist. Amde versichert euch, dass es ihm gut geht, aber sieht leichenblass aus und zittert vor Kälte. Es sind zu viele Taten zu vollbringen. Alle von dringender Natur und keine davon ist leicht. Seid gegrüßt, Lorek. Amde hat recht. Ich bin hin und her gerissen. Ich will ihn nicht in diesem Zustand zurücklassen und Aschet muss gewarnt werden. Dass die Schwarzwolds vorhaben, die Stadt anzugreifen, aber ich wollte schon längst auf der Suche nach einem anderen Beutlin sein. Da können wir natürlich das Bessere nehmen, das zerschlissene Lederhemd. Vielleicht könntet ihr von Hilfe sein. Hauptmann Farnbach beherzigt meine Warnungen nicht.
So, ich wollte gerade mal den Baum zeigen. Vielleicht könntet ihr von Hilfe sein. Hauptmann Farnbach beherzigt meine Warnungen nicht. Ja, vielleicht könnt ihr helfen, Lorek. Die Einwohner von Arschid werden in großer Gefahr sein, wenn die Schwarzwolds den Plan ausführen, den wir letzte Nacht mit angehört haben. Der hiesige Hauptmann, ein Mann namens Farnbach, mag mein Aussehen nicht und hört deshalb nicht auf meine Warnungen. Sprecht bitte für mich mit ihm und seht, ob ihr ihn nicht wachrütteln könnt. Jeder Moment, den ich hier verbringe, ist ein Moment, in dem sich mein wahrer Schützling weiter blindlings in unfassbares Unglück stürzt. Der schwarze Reiter, den ihr letzte Nacht gesehen habt, sucht nach einem Beutlin. Aber es ist nicht nur unser Freund Mundo. Aber es ist nicht unser Freund Mundo. So. Redet mit Hauptmann Farnbach in Arschid.